Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Gentle Idiots sind heute investigativ unterwegs für Oh, Sie. Hallöchen. Viele kennen das Problem, man kauft sich eine Nintendo-Karte für den eShop für 20 Euro und es bleiben 1 oder 2 Euro übrig. Jetzt könnte man das restliche Geld in den Mülleimer werfen oder man kauft sich Scheißspiele für 99 Cent. Ja. Das ist der Grund, warum es keine Abwärtskompatibilität bei der Switch 2 gibt, damit man sich so eine Scheiße nicht kaufen muss. Ja, wir haben ja so ein paar Spiele. Das sind die besten Spiele der Welt. Wahrscheinlich sind sie alle gut. Und Ja. wir suchen jetzt hier in den Folgen und in den nächsten Folgen mal so ein paar aus. Ich würde sagen, also Geil. mein Favorit ist Yet Another Zombie Defense und Rettet Furzi. Ich fange einfach mal egoistisch an zu bestimmen. Dann kann der Chat, in dem Fall Rikus wahrscheinlich, oder du auch was aussuchen. Also hier sind sogar Deluxe-Editionen drin. Woodle Tree Ach Adventures Gott. Deluxe. Also Ach alle du Spiele, die ich Scheiße. mir für 1 Euro gekauft habe. Aber ich würde sagen, wir retten Furzi. Ach, Ich habe Rettenfurzi. das Spiel, glaube ich, einmal gespielt. Es ist ein Quiz. Und es ist Ich hätte höchst. jetzt eigentlich einen Plattformer erwartet oder ein Puzzle oder Ah, sowas, doch nicht keine von der Ahnung. binären Family. Man sieht hier, Ah. es gibt viele Optionen. Ich kann den Ton niedriger stellen. Boah, geil, guck Deutsch und mir die an, Englisch. Alter. Guck mal, das ist eine Minions-Anspielung. Hall of Fame. Da siehst du mal, wie oft ich das Spiel gespielt habe. Boah, Nämlich scheinbar geil. gar nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, das gespielt zu haben. Welche Erfindung machte Samuel Colt? Ich habe keine Ahnung. Oh, das sind 20 Sekunden. Nehmen wir mal den Revolver, Zellers. Ich Oh. würde mal sagen, Revolver, weil das mit dem Köln passt, ja. Ja. Oh. Ich weiß nur, wenn wir Was falsch sagt man sind, zu? dass das Huhn dann stirbt. Was? Die Backpfeife natürlich hier. Ach, es gibt auch Joker, sehe ich da oben. Ach Gottchen, wie bei Wer wird Millionär? Ja, lustig. Was ist gemeint, wenn ein Krimineller von heißer Ware spricht? Sie hat ihn, ist in der, ja, sie hat in der Ja, Sonne. Sonne gelegen. Ja, gestohlen, okay. Frage werden, schaffen wir 5 richtige Antworten? Das ist mein Ziel für diesen Part. Ich frage mich überhaupt, wie viele Antworten wir brauchen, um Furze zu retten, weil mir geht es um die Lore. Ich sag die Frage, was passiert, ne? Also ich weiß, was passiert. Ich will es natürlich nicht verraten, wenn wir was falsch beantworten. Die Villa Kunterbunt. Welchen Beinamen trifft Graf Dracula? Fürst der Finsternis, ne? Oder Herr der Vampire? Das geht schon los. Fürst der Finsternis, meine ich. Das ist aber auch, glaube ich, auch Ozzy Osbourne. Prince of Darkness. Ja, ich Ja. nehme mal Furz. Furz. Furz der Finsternis. Furzi der Finsternis. Und es ist. Oh, richtig. Ja, Mann. Guck mal, Furzi ist richtig glücklich. Wie Ja, guck verteidigt sich mal. das berüchtigte Stinktier gegen einen Feind? A Naja, streng genommen sind A und C richtig. und C sind eigentlich korrekt, ja. Aber wahrscheinlich Ich bei der nehme C. mal C. Ich glaube auch, ja. Wobei, eigentlich ist es nur C. Also, wobei, A wäre witzig. Also. Wenn er das dann trotzdem zählen würde. Kyler, glaube ich, ne? In WoW hießen die In immer Kyler, Kyler. ja. Meine Ja, jahrelange ist. WoW-Erfahrung hat endlich zu was ge gebracht. Ich kann Ja. hier diese Fragen beantworten. Das Louvre ist Langjährige in Paris, WoW. glaube ich, ne? Oder das ist eine Fangfrage und steht in Marseille. Bin mir ziemlich sicher, dass Nee, es in das ist in Paris steht. Paris. Das kann ich dir versichern. Da Oh, er konnte ich nicht kratzt. hin, weil es geregnet hat. Und ich will da nicht hin. Ich will aber mal hin. Ich will mal ins Louvre rein. Einfach mal so. Ich vermute Ratten oder Kakerlaken. Ich mache 50-50. Boah, ich bin gerade zwischen den beiden ganz schön zwiegespalten, ja. Zwergpudel, okay. Ich nehme Kakerlaken, weil die ekliger sind. Ja, okay. Käfer sind eher allgemein so resistent auf alles. Aurora Boreal, das ist irgendwas mit. Warte mal. Fußpelz, glaube ich. Nein, Nee? Aurora Borealis, das ist das Nordlicht. Bist du sicher? Das kommt von Aurora-Strahlen und so und das hat da Stimmt. Nordlicht halt alles, Wir ja. haben von Pokémon gelernt. Ja, Mann, Pokémon bringt Ich mir habe zu gerade viele eher so Sachen an bei. Verpackungen von Medizin. Womit sind Medizinbälle gefüllt? Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Was ist denn Weißt das du hier, wahrscheinlich Digga? mehr als ich. Mit Tierhaaren. Das hätte ich tatsächlich sogar genommen. Okay. Genießbar ist einzig die Karotte? Außer man mag keine Möhren, dann hat man Pech, ne? Aber. Ja, gut, aber die Wahl hast du Wer ja nicht mag mehr. schon keine Möhren? Also. Eben. Joan d'Arc war doch so eine Frauentypin. Marie Was ja? Antoinette. Joan d'Arc ist auf jeden Fall. Ja, wir nehmen Joan Nee, d'Arc. Jeanne d'Arc auf jeden Fall. Maria Antoinette ist auch zwar auch Ich aus weiß nur Frankreich, nicht, weil Joan aber. d'Arc war doch auch. Ne, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich dachte auch, vielleicht könnte man das so oder so sehen. Welchen Krieg bildet die Kulisse für bla bla bla? Keine Ahnung. Krieg der Sterne nicht? Boah! Wie Also Apokalypse, B oder keine Ahnung. C. Oh geil, wir haben nur Ich hab mehr Zeit, keine um zu raten. Ahnung. Perfekt.
Eine kleine Mickey-Maus zog sich mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Dran bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie die richtige Antwort ist. Okay. Ah, ich wusste, dass es funktioniert. Wer mit Lego spielt, der spielt ein Produkt aus Dänemark. Easy. Mhm. Die Deutschen sind viel zu komplex, um sowas zu entwickeln. Das könnten wir niemals. Ja. Welche griechische Sagengestalt flog zu dicht an die Sonne heran und stürzte prompt ab? Ikarus, ne? Ikarus, ja. Staphros, heißt du nicht in Pokémon? Ne, ähnlich. Nee, Staphros, lass mich überlegen, das war auch so eine griechische Figur. Ja, wenn du Pilze nur siehst, wird dir schlecht, was serviert dir jemand, der dich mag? Keine Ahnung. A oder C würde ich raten, was sagst du? Austern sind doch gut, oder? Wir haben noch 3 Sekunden, ich muss irgendwas nehmen. Nimm einfach mal da, ja. Oh, da hast du gehört, oh, da, jetzt bin ich tot. Nein! Aber wir sind im Himmel. Ach Gott, okay. Allzeitrekord. Oh. Dafür, dass ich jetzt das erste Mal gespielt habe. Ist das doch schon mal. Wollen wir noch eine Runde? Wenn man einmal falsch macht, dann stirbt er direkt. Ja. Oder? Und deswegen müssen wir ihn ja retten, verstehst du? Also, das ist jetzt aber ganz konsequent an der Stelle, okay? Blinker wahrscheinlich Sportangeln. Man muss immer einen Blinker haben, damit man weiß, in welche Richtung man die Ampel. Die was? Blinker? Das ist doch Rennradfahren, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Nee, ich glaube, das ist wirklich Angeln? Was ist denn ein Blinker beim Angeln? Rico, schlauer Mann, rette mich. Kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Mein Vater wird es beantworten können. Also, ja, wir wollen ja ihn hier auch... Ja, wir wollen ihn nicht sterben sehen. Mal gucken, wie viele wir diesmal richtig machen. Smutje. Ich esse keinen Fisch, aber... Das ist der Schiffskoch, das Smutje. Smutje? Ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, ja. Angeln, ich bin Veganer. Ja, du kannst ja auch vegane Fische angeln, also. Vielleicht sind die Fische vegan. Kannst du die dann essen? Oh, das sind diesmal aber schwierigere Fragen. Oh. Ich bin für ist B. Nemesis. Nemesis ist was Böses. Und gut, das ist alles böse. Ich habe keine Ahnung. Böse. Ich nehme einfach B. Ich meine, im Zweifel können wir eh direkt einfach wieder anfangen. Der Rikus macht den Joker gerade Vergeltung. Okay. Perfekt. Zu deinem 6. Geburtstag bekommst du von Tante Hilde einen Abakus geschenkt. Kein besonderer Grund zur Freude, denn... Was ist denn ein Abakus? Ich glaube, so ein Rechenbrett, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Was? Ich glaube, das ist dieses alte Rechenbrett, was die hier hatten. Aber wahrscheinlich ist es vollkommen falsch. Ich nehme mal B. Das ist ja das Schöne, wenn ich jetzt falsch liege, lachen mich alle aus. Und wenn es richtig ist, kann ich so tun, als wenn ich schlau wäre. Wem gelang es in den Jahren 8, bla bla bla, ganz Gallien zu erobern? Ganz Gallien? Xena ist es nicht. Aber hat er wirklich ganz Gallien? Ich habe keine Ahnung. Zumindest historisch. Ich denke, historisch war das schon. Ja, so von der Zeit her passt es auf jeden Fall. Victinix mit B ist es nicht. Nee, leider nicht. Leichte, einspännige Wagen mit Klappverdeck, 2 Rädern und 2 Sitzen findest du in einer Rubrik. Was? Was für ein Ding? Weiß ich, ich nehme mal den Joker, ich bin gerade verwirrt. Cabrio hat ja... Okay. Ich weiß nicht, was Tilburys sind. Sind das diese Hacken-Porsches? Ich lerne neue Sachen. Was sollte den Nachbarn eigentlich nicht stören? Naja, deutsche Nachbarn, alles. Rasensprengen, ja, normalerweise, ja, hat die auch gesagt. Psychologie, ne? Physiologie ist irgendwas anderes. Ein Tilbury ist tatsächlich eine Automarke. Ja, krass. Okay. Das ist echt eine Automarke. Das ist eine von diesen Oldtimern. Tierfabeln, Bären. Ich hätte spontan B gesagt. A ist Pumuckl. Ja. So, ja, sag was, Tedders. Wir haben nur noch 7 Sekunden. Boah, ich sehe das C so nicht. Von dem her, Meister Pets, weiß ich nicht. Ach, du siehst das nicht. Warte mal, da muss ich mich mal... Ja, weil der in meinem Gesicht dann direkt drüber ist. Ja, sag das doch. Wir sind ja mit... Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das müsste die Zugspitze sein. Höchster Berg. Ja, das Zugspitze müsste ich auch sagen, ja. Fuzzi lebt noch. Aber er guckt das mal so verdächtig, ob was von oben kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich würde C tippen, aber... Ich habe auch keine Ahnung. Mach 50-50. Ja, los, die Bürgschaft wird es ja nicht sein, oder? Ja, ich denke mal auch an die Freude. An die Freude.
Okay. Das ist schwer. Eritrea gehörte eins zu... Ich würde spontan zu C tendieren. Und warte auf eine Argumentation von dir, die das widerlegt. Erstmal müsste ich gucken, wo Eritrea wieder ist. Also das ist irgendwo im Nahen Osten, glaube ich. Aber wobei, das wäre ja eigentlich für... Hilfe, ich muss irgendwas nehmen. Ich glaube, B war richtig. Äthiopien. Ey, doch, C. Was ist ein Guru? Ein Vogel, ein chinesisches Schiff. Also... A, also vielleicht. B, vielleicht. C, ja. C tendiere ich zumindest mal am meisten, außer die meinen wirklich einen Vogel. Er hat gefurzt, aber... Ach, er heißt ja auch Furzi, klar. Er ist ja auch Furzi, der Kleine. Philominist. Philominist. Was könnte Philu auf Lateinisch heißen? Weil ich denke nur Illum, vielleicht weil wegen Beleuchtung. Ja, aber... das ist eine gute Idee. Wir nehmen B. Aber was ist Philominist? Und Furzi ist tot. What? Du bist schuld, Zellos. Ich hätte keine Ahnung. Philominist. Oder Philomonie, ja. Okay, warte. Ja, jemand, der Streichholzschachteln sammelt, wir wissen es doch. Brauchst du nicht googeln. Das ist wirklich ein Streichholzschachteln-Sammler. Hier lernt ihr noch Sachen bei uns. Ach du Schande. Im nächsten Part lernt ihr wieder ein beschissenes Spiel kennen. Bis dann. Wobei, das war eigentlich ganz okay für 99 Cent. Das war eigentlich ganz okay, ja. Das ist für 99 Cent völlig okay. In dem Sinne trotzdem. Tschüssi. Ciao, ciao.